Merhaba arkadaşlar. Bugün bir masal okuyalım. Hepimizin çocukluktan okuyup da Türkçesini bildiğimiz, öğrendiğimiz meşhur Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı. Bir de Almancasını dinleyelim. Arkasından bir zahmet yabancı kelimelerini bulun, çıkarın. Ondan sonra sorularınızı sorun. Kısa bir de özet çıkartırsanız harika olur. Hadi başlayalım. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Vor dem Lesen. Kitabı masalı okumadan önce bazı egzersizler verilmiş. Blättere im Buch und ordne die Namen den Bildern zu. Ordne die Wörter den Bildern zu. Betrachte das Bild und unterstreiche das korrekte Adjektiv. Fallen dir weitere Adjektive ein, die zu Schneewittchen und zur Königin passen? Adjektiv bildiğiniz gibi sıfat. Pamuk Prenses ve Kraliçe'ye uyan sıfatları sorar son soruda. Diğerlerini anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Başlayalım masalımıza okumaya. In einem Land lebt eine schöne Königin. Schaut meine hübsche Tochter an. Ihr Haar ist so schwarz wie die Nacht. Ihre Lippen sind so rot wie Blut. Und ihre Haut ist so weiß wie Schnee. Wir wollen das Kind Schneewittchen nennen, sagt der König. Wie siehst du aus? Beantworte die Fragen. Welche Farbe haben deine Augen? Welche Farbe hat dein Haar? Wenig später stirbt die Mutter von Schneewittchen. Nach einiger Zeit heiratet der König eine andere Frau. Die neue Königin ist schön, aber herzlos. Sie liebt Schneewittchen nicht und ist sehr böse. Die Jahre vergehen und Schneewittchen ist jetzt ein Mädchen. Es ist sehr hübsch und hat ein gutes Herz. Betrachte das Bild und ergänze die Sätze. Schneewittchens Augen sind wie das Meer. Schneewittchens Schuhe sind wie die Sonne. Schneewittchens Rock ist wie eine Rose. Schneewittchens Bluse ist wie ein Frosch. Die Königin will die schönste Frau im Land sein. Sie hat einen Zauberspiegel. Manchmal stellt sie sich vor den Spiegel und fragt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Und der Zauberspiegel antwortet: Frau Königin, Sie sind die Schönste im Land. Schreibe die Wörter aus dem Kasten an der passenden Stelle hin. Das Auge, die Nase, das Ohr, die Haare, die Lippen. Eines Tages aber passiert etwas. Die Königin fragt: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet: Sie sind die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als sie. Die Königin ärgert sich sehr. Sie ruft einen Jäger ins Schloss: Bring das Kind in den Wald und töte es. Und bring mir danach sein, sagt sie.
Boşluğu siz dolduruyorsunuz arkadaşlar. Der Jäger nimmt Schneewittchen mit in den Wald. Aber er tötet das Kind nicht. Lauf weg, Schneewittchen, und komm nie wieder zurück. Die Königin will dich töten, sagt der Jäger. Schneewittchen hat Angst und läuft schnell weg. Der Jäger tötet ein Tier und nimmt das Herz heraus. Er bringt es der Königin. Haha, sehr gut. Jetzt bin ich die Schönste im Land, sagt die böse Königin. Finde im Buchstabengitter 6 Tiere. Mit den Buchstaben, die übrig bleiben, kannst du das Lösungswort vervollständigen. Schneewittchen weiß nicht, wo es hingehen soll. Wo bin ich, denkt es. Dann sieht es ein kleines Haus. Es klopft an die Tür und ruft Hallo! Niemand kommt. Das Kind öffnet die Tür und geht in das Haus. Im Haus ist alles klein. Die Möbel sind klein und vor allem gibt es 7 Stück. Von allem gibt es 7 Stück. Es gibt 7 Stühlchen, 7 Tässchen und 7 Tellerchen. Wer wohnt hier? Fragt sich Schneewittchen. Schneewittchen hat Hunger und Durst. Es setzt sich auf ein Stühlchen, isst ein Küchlein und trinkt ein Tässchen Milch. Dann geht es nach oben und legt sich in eines der 7 Bettchen. Schreibe die Wörter aus dem Kasten an der passenden Stelle hin. Stuhl, Teller, Tasse, Messer, Gabel, Löffel. Das Haus gehört 7 Zwergen. Jeden Tag gehen sie arbeiten. Sie sind freundlich, helfen einander und singen zusammen Lieder. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hinter jedem Berg arbeitet ein Zwerg und sucht nach Gold. Es ist Abend. Die Zwerge kommen nach Hause. Ist jemand da? Fragt der erste Zwerg. Wo ist mein Küchlein? Fragt der zweite Zwerg. Wo ist meine Milch? Fragt der dritte Zwerg. Wo ist mein Küchlein? Wo ist meine Milch? Die 7 Zwerge gehen nach oben. Wer schläft da in meinem Bettchen? Fragt der jüngste Zwerg. Ein hübsches Mädchen, sagt der älteste Zwerg. Schneewittchen wacht auf und sieht die 7 Zwerge. Entschuldigt bitte, ich habe ein Küchlein gegessen und ein Täschen Milch getrunken, sagt es. Dann erzählt es von der bösen Königin. Bleibt bei uns, sagt der älteste Zwerg. So bleibt Schneewittchen bei den 7 Zwergen. Şimdi yine biraz Übung geliyor. Betrachte das Bild und lies die Sätze. Ordne die Sätze den Zwergen zu. Auch die Königin im Schloss ist glücklich. Sie glaubt, dass Schneewittchen tot ist, aber eines Morgens stellt sie sich wieder vor ihren Zauberspiegel und fragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortet, Frau Königin, Sie sind die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den 7 Zwergen ist 1000-mal schöner als Sie. Was, Schneewittchen lebt? Ruft die Königin. Ich muss es töten. Die böse Königin hat eine Idee. Sie nimmt einige rote Äpfel und legt sie
in einen Korb. Doch einer der Äpfel ist vergiftet. Dann zieht sie alte Kleider an und geht zum Haus der sieben Zwerge. Mein liebes Kind, möchtest du einen leckeren roten Apfel? Fragt sie Schneewittchen. Das Mädchen erkennt die Königin nicht und sagt, gern. Es beißt in den Apfel, doch der Apfel schmeckt nicht. Schneewittchen sieht die alte Frau an und erkennt jetzt die böse Königin. Doch zu spät. Schneewittchen stürzt tot zu Boden. Ha, ha, leb wohl, Schneewittchen. Jetzt bin ich die Schönste im Land, sagt die Königin und läuft nach Hause ins Schloss. Wie viele Äpfel liegen im Korb? Am Abend kommen die Zwerge nach Hause und finden Schneewittchen. Sie versuchen es zu wecken, aber das arme Schneewittchen wacht nicht auf. Die Zwerge sind traurig und legen Schneewittchen in einen Glassarg. Einmal geht ein Prinz durch den Wald. Er sieht den Glassarg und Schneewittchen. Welch ein wunderschönes Mädchen mit einem Gesicht so weiß wie Schnee, sagt der Prinz. Er verliebt sich in Schneewittchen. Darf ich Schneewittchen mit in mein Schloss nehmen? Fragt er die Zwerge. Ja, sagt der älteste Zwerg. Du bist ein Prinz und Schneewittchen ist eine Prinzessin. Ich sehe, dass du freundlich bist und ein gutes Herz hast. Die Zwerge helfen dem Prinzen, den Glassarg zu tragen. Doch er fällt zu Boden und zerbricht in tausend Teile. Das Apfelstück fällt aus Schneewittchens Mund. Schneewittchen öffnet die Augen und sieht den Prinzen. Der Prinz sagt, willst du mit mir in mein Schloss kommen? Wir werden glücklich sein. Gern, sagt Schneewittchen. Am nächsten Tag fragt die böse Königin den Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortet, Schneewittchen ist tausendmal schöner als sie und ihr Prinz liebt Schneewittchen. Oh nein, Schneewittchen lebt also noch, ruft die Königin wütend. Sie wirft ihren Zauberspiegel weg, läuft aus dem Schloss und kehrt nie wieder zurück. Der Prinz und Schneewittchen heiraten. Sie machen ein großes Fest und laden einen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zwerge zur Hochzeit ein. Das ist das Ende des Märchens. Schimmelbikatsch Übung war, basteln, ein Zauberspiegel. Zeichne den Rahmen des Zauberspiegels zweimal auf Karton und schneide die beiden Teile aus. Schneide ein ovales Stück Glanzkarton aus. Klebe den Glanzkarton zwischen die beiden Rahmen. Bemale und dekoriere den Spiegel. Benutze den Spiegel, um die Geschichte nachzuspielen. Biraz önce okuduğum masalın bir tiyatro metnine çevrilmiş halini sizlere okuyacağım. Bunu bir tiyatro metni, film senaryosu gibi düşünebilirsiniz. Wir spielen Theater. Erste Szene. Erzähler, wir
erzählen euch jetzt die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Schneewittchen kommt und winkt. Guten Tag, ich bin Schneewittchen. Mein Haar ist schwarz, meine Lippen sind rot und mein Gesicht ist weiß wie Schnee. Mein Vater ist König. Meine Mutter ist vor langer Zeit gestorben. Erzähler. Eines Tages heiratet der König eine andere Frau. König zeigt auf die Königin. Guten Tag, das ist die neue Königin. Königin. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sehen Sie, wie schön ich bin? Zweite Szene. Erzähler. Schneewittchen ist ein hübsches, freundliches Mädchen. Die Königin ist schön, aber böse. Sie hat einen Zauberspiegel. Königin vor dem Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Zauberspiegel. Frau Königin, Sie sind die Schönste im Land. Königin lacht. Ich bin die Schönste im Land. Dritte Szene. Erzähler. Eines Tages aber sagt der Spiegel etwas anderes. Königin vor dem Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Zauberspiegel. Frau Königin, Sie sind die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Sie. Königin. Wie bitte? Jäger, komm sofort her. Jäger. Hier bin ich, Frau Königin. Königin. Bring Schneewittchen in den Wald und töte es. Jäger. Ja, Frau Königin. Erzähler. Der Jäger nimmt Schneewittchen mit in den Wald. Aber er tötet es nicht. Schneewittchen läuft weg, sieht ein Haus und geht hinein. Schneewittchen, alles ist so klein hier. Es gibt sieben Stühlchen, sieben Tässchen, sieben Tellerchen und sieben Bettchen. Erzähler, Schneewittchen isst ein Küchlein und trinkt ein Tässchen Milch. Dann legt es sich in eines der Bettchen und schläft ein. Vierte Szene. Erzähler. Das Haus gehört den sieben Zwergen. Sie gehen jeden Tag arbeiten und singen dabei ein Lied. Am Abend kommen die Zwerge nach Hause. Zwerg 1 öffnet die Tür. Ist jemand da? Zwerg 2. Wo ist mein Küchlein? Zwerg 3. Wo ist meine Milch? Die Zwerge gehen durch das Haus. Zwerg 4 zeigt auf das schlafende Schneewittchen. Wer schläft da in meinem Bettchen? Zwerg 5. Oh, hier schläft ein Mädchen. Schneewittchen wacht auf. Guten Abend, ich bin Schneewittchen. Und wer seid ihr? Zwerg 6. Wir sind die sieben Zwerge. Erzähler Schneewittchen erzählt den Zwergen von der bösen Königin. Es darf bei ihnen bleiben. Fünfte Szene. Erzähler Schneewittchen und die sieben Zwerge sind glücklich, aber eines Tages passiert etwas. Königin vor dem Zauberspiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Zauberspiegel. Frau Königin, Sie sind die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als Sie. Königin. Wütend. Wie bitte? Ich muss Schneewittchen töten. Erzähler. Die Königin legt rote Äpfel in einen Korb. Doch einer der Äpfel ist vergiftet. Dann zieht sie alte Kleider an und geht zum Haus der sieben Zwerge. Königin klopft an die Tür des Zwergenhauses. Schneewittchen öffnet die Tür. Mein liebes Kind, möchtest du einen leckeren roten Apfel? Schneewittchen, gern.
Schneewittchen isst ein Stück und macht eine Grimasse. Oh, dieser Apfel schmeckt nicht. Sie sieht die alte Frau an, das ist ja die Königin, erzähle, aber es ist schon zu spät. Schneewittchen stürzt tot zu Boden, Königin. Hahaha, leb wohl, Schneewittchen, jetzt bin ich die Schönste im Land. Sechste Szene. Erzähle, am Abend kommen die Zwerge nach Hause und finden Schneewittchen. Zwerg 1, wach auf, Schneewittchen. Zwerg 2, das arme Schneewittchen ist tot. Erzähle, die Zwerge legen Schneewittchen in einen Glassarg. Eines Tages geht ein Prinz durch den Wald und sieht den Glassarg. Prinz, oh, darf ich dieses Mädchen mit ins Schloss nehmen? Zwerg 3, ja, du bist ein Prinz und ich sehe, dass du freundlich bist und ein gutes Herz hast. Erzähler, die Zwerge helfen dem Prinzen, den Glassarg zu tragen, doch der Glassarg fällt zu Boden und zerbricht in tausend Teile. Das Apfelstück fällt aus Schneewittchens Mund. Schneewittchen wacht auf. Prinz, hallo Schneewittchen, ich bin ein Prinz. Willst du mit mir in mein Schloss kommen? Wir werden glücklich sein, Schneewittchen. Gern. Siebte Szene. Erzähle, am nächsten Tag geht die Königin zu ihrem Zauberspiegel. Königin, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Zauberspiegel, Schneewittchen ist tausendmal schöner als sie und der Prinz liebt Schneewittchen. Königin, unzufrieden, oh nein. Erzähler, die Königin wirft ihren Zauberspiegel weg, läuft aus dem Schloss und kehrt nie wieder zurück. Schneewittchen und der Prinz sind glücklich und heiraten. Sie machen ein großes Fest im Schloss und laden auch die sieben Zwerge ein. Chor, alle singen zusammen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hinter jedem Berg arbeitet ein Zwerg und sucht nach Gold. Şimdi yine übungler başlıyor. Spielen und lernen, richtig oder falsch. Lies die Sätze und kreuze die richtige Antwort ein. Antwort an. Verbinde die Satzhälften. Finde im Buchstabengitter 9 Wörter. Ö ist gleich OE. Lies den Satz und schreibe ihn auf. Bunu biliyorsunuz değil mi? Aynaya tutmak gerekiyor. Sağ solda, sol sağda gözükmesi için. Wie lautet das Gegenteil? Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge. Stelle deiner Familie oder deinen Freunden Fragen, schreibe die Antworten auf. Formuliere Fragen, die du einem Zauberspiegel stellen würdest. Schneewittchen lebt bei den sieben Zwergen und die Woche hat sieben Tage. Schreibe die Namen der Wochentage auf. Zeichne einen Zwerg, gib ihn an einen Namen und schreibe drei Sätze über ihn. Was meinst du? Beantworte die Fragen. Das war's.